Also jetzt kommen wir zum ganz spannenden Thema, das erste Gewächs. Das ist einerseits eine ganz neue Einrichtung, eine ganz neue Kategorie von Wein. Andererseits hat es auch eine ganz lange Tradition. Solche Weine gab es Ende des 19. Jahrhunderts schon mal. Die ersten Gewächse müssen unter ganz, ganz strikten Produktionsbedingungen hergestellt werden. Niedrige Erträge, Handlese, 100% Riesling, also eine Fülle von Vorschriften, die wir einhalten müssen, die alle aber das eine Ziel haben, höchstmögliche Qualität im trockenen Bereich ins Glas der Weinfreunde zu bringen. Und dazu stellen wir uns im Weinberg auf den Kopf und wackeln mit den Beinen. Wir machen unglaublich viel Handarbeit. Unter anderem teilen wir die Trauben in der Größe, damit also eine Traube nicht in ihrer ursprünglichen Größe bis zur Reife am Stock verbleibt, sondern nur noch halb so groß ist. Durch das Verkleinern der Trauben haben wir einfach einen Zuwachs an Qualität, den man schmecken und riechen kann. Und das merken Sie sehr schnell, wenn Sie mal so ein erstes Gewächs probieren. Enorme Komplexität und Vielschichtigkeit. Und diese Traubenhalbierung, dieses Teilen der Trauben, das will ich Ihnen auch noch mal zeigen. Gehen Sie mal mit. Also wir sind jetzt hier in dem Weinberg, in dem unser 2007er erstes Gewächs, das ich Ihnen ja schon vorgestellt habe, gewachsen ist. Wir sind kurz vor der Ernte des 2009er Jahrgangs. In ein paar Wochen, ein paar Monaten wird also hier hoffentlich ein erstes Gewächs 2009 herangewachsen sein. Und um die Qualität dieses Weines zu gewährleisten, haben wir die Trauben halbiert. Ich habe aus dem anderen Weinberg mal eine nicht halbierte Traube mitgebracht und die zeige ich Ihnen jetzt mal im direkten Vergleich zu einer halbierten Traube. Das Halbieren ist eine Handarbeit, die von 16 bis 18 Leuten hier bei uns im Weinberg gemacht wird. Und was Sie unschwer erkennen können, ist, dass die nicht halbierte Traube ungefähr doppelt so groß ist wie die halbierte Traube. Durch das Halbieren der Trauben bleibt die Anzahl der Trauben pro Rebstock bestehen, aber deren Größe wird verändert und dadurch können sich die Mineralstoffe, die aus dem Boden aufgenommen werden und die Assimilate, die in den Blättern gebildet werden, auf weniger Beeren eines Rebstocks verteilt werden. Die haben dann eine höhere Konzentration wertbestimmender Inhaltsstoffe und dadurch wird der Wein hinterher gehaltvoller, komplexer, vielschichtiger, ausdrucksstärker, lässt sich besser lagern. Der einzige Wermutstropfen bei dieser Sache ist, es gibt keine Maschine dafür, es wird von Hand gemacht. Und zwar so, indem man nach der Blüte einfach mit den Fingernägeln den unteren Teil der Traube abzupft. Der Wermutstropfen dabei ist, dass man Leute braucht, die geduldig genug sind, das über Tage und Wochen zu machen. Der Arbeitsaufwand ist ungefähr so groß wie der Arbeitsaufwand bei der Weinernte, 80 bis 100 Stunden pro Hektar. Verwenden wir nur darauf, diese Trauben zu halbieren, damit Sie den hundertprozentigen Genuss beim Trinken eines ersten Gewächses im Glas haben. Freiwillige vor, wir suchen immer Leute, die uns da unterstützen, ja.